Über 9 Monate ist es her, dass Viktoria Hamburg und der TSV Sasel zuletzt in einem Pflichtspiel auf dem Platz standen. Und jetzt ist es wieder soweit. Erste Runde im Hamburger Landespokal, ein Oberliga-Duell im Stadion Hohe Luft. Und das wird in den ersten Minuten dominiert von den blau-gelb gekleideten Gastgebern. Sasel wartet ab und schaut zu, was macht die Viktoria? Ja, und die testen erstmal Tofur bei den Gästen im Tor. Der ist rechtzeitig unten. Ansonsten wäre das die frühe Führung durch Luca David ernst gewesen. Und kurz drauf gibt es den ersten Aufreger. Malwitz prallt mit Grünberg zusammen und Sasel hätte dafür gerne einen Freistoß. Aber Schiedsrichter Devin Wengorz lässt weiterspielen und auf einmal steht bei Viktoria die 1 auf der Spielstandtafel. Nick Schakowski nach 10 Minuten, also doch die frühe Führung für die Viktoria. Und Sasel nimmt Wengorz ins Gebet, fragt, warum gibst du da keinen Freistoß? Der winkt ab und sagt, ihr braucht gar nicht diskutieren. Die Anfangsminuten, quasi ein feuchter Traum von einem Restart für Viktoria Hamburg. Aber man lässt den TSV Sasel in den Folgeminuten besser in die Partie kommen. Zankel testet Rabe und dann steht es 1-1. Jean-Lukas Gerken, 18. Minute. Das ist der endgültige Hallo und wir sind jetzt mal da. Moment für den TSV, der kurz später Danke sagen darf bei Todd Tofur, der eine schöne Flugeinlage einlegt, aber auch sein Gegenüber. Heute mit einer starken Partie, Rabe, wieder getestet von Nico Zankel, der auch bei diesem Freistoß wieder parat steht. Der Kapitän vom TSV Sasel überall zu finden, auch der Nachschuss vom Mann mit der 10 und in der nächsten Aktion, man mag es kaum glauben, tatsächlich mal nicht Zankel, der es probiert, sondern Grünberg. Und ohne das Gitter hinterm Tor wäre der irgendwo in der Elbe und letztendlich als Beifang auf dem Hamburger Wochenmarkt gelandet. Und dann gibt es noch mal eine Riesenchance. Kurz vor der Pause, Deran Toxis da fast mit dem 2-1. Wir springen in die zweite Hälfte, die nicht minder spektakulär werden sollte. Im Gegenteil, es wartet Drama pur und es wartet auch weiterhin der TSV Sasel auf sein zweites Tor. Nico Zankel wieder in seinem Privatduell mit Hendrik Rabe. Die Partie wird heißer und heißer, denn die Teams finden immer mehr zurück in ihren Rhythmus. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis was am Spielstand gedreht wird. Hier aber nicht. Die Hand geht direkt hoch abseits, sagt Schiedsrichter Wengorz. Das Elfmeterschießen rückt näher. Grund dafür ist auch, dass Sasel das Netz hinterm Tor dem im Tor bevorzugt. Minute 90, eine letzte Chance für Viktoria Hamburg und die nutzen die. 2-1, Nikolas Malwitz wird zum beliebtesten Mann im ganzen Stadion Hohe Luft. Der Lucky Punch bringt Viktoria vermeintlich in die nächste Runde. Aber noch ist was auf der Uhr. Noch gibt es ein klein bisschen zu gehen. Und Sasel, die geben sich nicht auf. Die wollen diese kleine, kaum vorhandene Chance nutzen. Zankel. Mit dem selber Tore schießen hat es nicht geklappt. Wenn sie heute nicht ausscheiden wollen, dann muss es jetzt was mit einer Vorlage werden. Und das klappt tatsächlich. 2-2. Jetzt steht hier alles Kopf. Das ist Pokal. Das ist Drama. Die Blauen können es nicht fassen. Die Roten können es nicht fassen. Alle sind sprachlos. 2-2. Zwei Tore in der Nachspielzeit. Aber es wird diskutiert. Wengorz mit Assistent Sieg und das Tor wird zurückgenommen. Abseits. Riesige Diskussion bei Sasel. Fassungslosigkeit. So richtig weiß keiner, wie er mit der Situation umgehen soll. Aus 2-2 wird wieder 2-1. Und es gibt kein Fußballwunder mehr danach. Es bleibt dabei.
Viktoria Hamburg zieht in die nächste Runde des Hamburger Landespokals ein. Mit Glück und Fortune. Es war eine sehr, sehr ausgeglichene Partie und Christopher Sieg belagert von vielen Spielern in Rot und auch Verantwortlichen. Da gibt es hitzige Diskussionen, die Emotionen kochen ein wenig über. Die Schiedsrichterkollegen beschützen Christopher Sieg und geschlossen wird der Platz verlassen. Auch wenn da nochmal böse, böse Worte von Zanke ausgesprochen werden. Marius Ebbers äußert sich zur Partie.